Und wir sind mitten im Kampf. Mitten im HP-Kampf. Direkt top, ich schieße daneben. Also Sturmdrachen. Ah ja. Nesti ist wieder dabei. Nesti ist wieder dabei bei diesen Fights. Die sagt, zusammen schaffen wir das, nur rummault und dann nichts beiträgt. Und ein fettes Update war vor ein paar Tagen, ein oder zwei Tagen. Mal schauen, was passiert ist. Ich habe im Ladebildschirm gerade einen neuen Kaya-Skin gesehen. Weiß nicht, ob man das bestätigen kann. Ich weiß auch, dass ich gerade Null treffe. Los, rauf da! Oh, Feuerspucken tut sie. Oh, ist mir selber schlecht geworden. Bei diesen. Die machen doch mal Schaden. Natürlich schaffen wir das zusammen. Die Shotgun hat nicht die Reichweite dafür. Ab Armbrust, bitte. Fehlende Geschicklichkeit? Oi. Sie haben meine Skills zurückgestellt, wie es ausschaut. Sie haben mich schwächer gemacht. Das ist das neue Update. Bin schwächer gemacht worden. Warum denn das? Nette Federn. Was ist das Ding? So, weg mit dem Ding. Das Ding macht Ärger. Ärger macht's. Nett gelandet. Lebt doch noch was auf. Du Hübscher. Mit einer Axt werden wir gleich schauen, was sie mit meinem Bogen gemacht haben. Warum ich den nicht mehr benutzen darf. Ja, wo ist er denn? 2,8. Oh, wirklich. Ich glaube, der war auf, ja, 69 oder 72 Geschicklichkeit war er. Oh, warum tut ihr mir das an? Oh, sie haben meinen Bogen stärker gemacht. Oder sie haben mir einen Mod geklaut. Decke. Sieh mal aus da. Warte mal. Nee, passt wieder alles, oder? Hab ich nur Mods umgetauscht bekommen. Ja, passt wieder alles. Okay, okay. Relax. Haben wir den Trollschädel hier? Damn! You one ugly mother. Der Schädel wird als Trophäe reichen. Was ist das? Nachtpirscher? Mist, jetzt sicher Lust auf Nachtpirscher-Fight. Oder Schattenpirscher. Stalker. Ah ja, Dying Light schon wieder. Scheiß, wie sucht Ärger. Ja. Der Bogen ist OP. I need it. Nasty tankt wieder. Medusa freeze die Gegner wieder ein. Ist da drüben irgendwas Interessantes? Netter kleines C. Nett, nett. Da war's voll. Scheint nichts zu sein. Haben wir hier was Interessantes? Ein bisschen Schwefel. Da werden wir nicht lange rumschwefeln. Oh, Gold ist das. Ups. Dann werden wir Schlachtmission, Schlachthausmission weitermachen. So viele Nebenmissionen haben wir nicht mehr, bevor wir uns einer Fraktion anschließen. Oh, da führt mich die Karte hin. Hat das Prüfung. Hier sind wir. Yep. Last. Grotte, zurück in Grotte. Oh, es wird schon langsam dunkel auch. Das messt vielleicht wieder meine Webcam. Farbe und Qualität. Wird die Qualität wieder schlechter von der Webcam. Ein Grafikglitch hier, gut, gut. Mal ein guter Anfang. Hast du gehört, was in der Arena passiert ist? Was meinst du?
Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Aber ich weiß es. Ravak hat uns ein Zeichen geschickt. Ein Wunder. Schwachsinn. Geh zur Arena, dann wirst du es selbst sehen. Oh je. Das Mädel hat den Typen umgebracht. Und wir werden jetzt kein Schlachtfest mehr haben. Es ist passiert. Ravak hat Blut regnen. Oh je. Bin ich froh, dass ich nicht in der Arena war, als es passiert ist. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Ich sollte mit Venya sprechen. Attila, ich wollte das nicht. Das war nicht meine Absicht. Was ist in der Arena passiert? Es ist alles schiefgelaufen. Wovon redest du? Die Resistenten, sie sollten nicht feiern. Sie sollten... Und die Toten? War das geplant? Schon. Aber... Was aber? Du sagst mir jetzt, was Sache ist. Klar und verständlich. Ich habe das Beruhigungsmittel nicht verbessert. Ich habe es verstärkt. Die Biester sollten noch aggressiver werden. Was? Als du abgelehnt hast, die Nahrung mit dem Mittel zu versehen, habe ich es selbst getan. Was erzählst du da? Wolltest du nicht Leben retten? Zukünftige Leben. Ich wollte ihnen vorführen, was Tod bedeutet. Was es heißt, zu sterben. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, sie von ihrem Wahnsinn abzubringen. Deine Siege in der Arena haben sie nur noch mehr befeuert. Ich musste was unternehmen. Ich war überzeugt, wenn etwas derart Schreckliches passiert, würde der Rest einsehen, dass unser Weg der falsche ist. Aber die Resistenten feiern das Blutbad. Sie sagen, Ravak hat ein Zeichen gesandt. Was habe ich nur getan? Hör zu, bitte mich nie wieder um einen Gefallen. Ich wollte das alles nicht. Nicht so. Dafür ist es jetzt zu spät. Was wirst du tun? Was du tun wirst, ist die Frage. Du musst mit dieser Schuld leben. Nur lass mich in Zukunft in Ruhe. Werde ich. Und ich werde Zarina die Wahrheit berichten. Mich ihrem Urteil beugen. Ich mache es wieder gut. Versprochen. Aha. Nur Dreck und Trümmer hier. Und Tote, Nasty. Ach, keine Arena-Action mehr für dich und mich. Kannst du keinen Viech mehr zu Tode starren. Ich meine... Schon gut. Wir haben alle mal Angst. Erzähl den Resistenten nichts, ja? Keine Sorge. Die sind viel zu sehr damit beschäftigt, das Blutbad zu feiern. Mit denen werde ich fertig. Sie wohl eher mit dir. Wo war ich, ihr zu folgen? War das vielleicht ein Fest? Aber sag mal, wo steckt dein Bruder eigentlich? Er war in der Arena, als die Hölle losbrach. Und? Wie war es? Was sagt er? Nichts. Er ist tot. Der Glückliche. Er war dir schon immer einen Schritt voraus. Nicht mehr lange. Auch ich werde ein Blutopfer bringen. Wir beide werden das, mein Freund. Darauf stoßen wir nach der Arbeit an. Oh, ihr Vollidioten. Was soll ich jetzt mit dem Trollschädel machen? Mal schauen, was hier passiert. Oh, oh. Ich bin gekommen, um... Ja? Die Arena. Die Toten. Das war kein Wunder. Es ist alles meine Schuld. Was redest du da? Ravak hat uns ein Zeichen gesandt. Nein, nein, ich kann es erklären. Schweig. Du Kröte wirst das Blutopfer nicht für dich vereinnahmen. Bitte hör mich an. Die Nahrung war vergiftet. Dein Verstand ist vergiftet. Und jetzt wirst du mir zuhören.
Was immer du getan haben magst, es war Ravak selbst, der dich geleitet hat. Du bist nichts weiter als sein Gefäß. Bis du das eingesehen hast, bleibst du an meiner Seite. Du wirst erleuchtet werden, das verspreche ich dir, mein Kind. Genau. Wir sind die Auserwählten Ravaks. Er bleibt nicht wirklich an ihrer Seite. Wir sind seine Peiniger und seine Gepeinigten, seine Friedensbringer. Ich habe jetzt keine Zeit. Was war's? Nichts zu sagen? Kein Reward? Was mache ich mit dem Trollkopf? Mädel? Oh. Hier darfst du hocken. Ich mach es wieder gut. Natürlich machst du das. Gefährten Mr. Händler der Kleriker ist als nächstes dran. Upruine. Jemand sollte was. Oh boy. Was hast du uns da reingeritten? Was bist du Schönes? Habe ich Papa gesehen? Nein, Patron. Ich hab keine kleinen Heiltränke mit. Zwei! Nice. Und noch ein Scheusal. Wie schön. Habe ich was Fettes zum Explodieren? Nein. Die spucken alle. Natürlich ist da Fettparty. Ist die schon ins Gras gebissen? Oho, der hat einen Sparta-Kick. Da ist ein Unhold gespawnt. Nett. Nette Gegend gerade. Nur die kleinen Tiere, halt. Nur die kleinen Tiere. Mist. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Schaut endlich nach. Mach das Ding weg. Sind die Shotgun wegzugeben. Oh, meine Muni wird langsam leer. Das ist der Sinn dahinter. Versucht mich einfach Sparta kicken. Okay. Ich hab mir ins Team reingeworfen. Nein, anscheinend nicht. Ich hab's ja nicht auf langsam und ungefährlich machen können. Habe ich Granaten? Ich hab ganz vergessen, dass das nicht das Spiel pausiert. Vielleicht kann ich hier drin mal chillen. Los, rauf da! Neste, halte sie fern. Du hast das Vertrauen in deine Fähigkeiten. Oh wow. Wow. Das war auch nicht die beste Idee. Wir kommen auf jeden Fall hier rein. Ich bin tot. Mach es zu Ende. Bin auf den Kampf nicht vorbereitet. Nächste Fleischspinne.
Okay. Das ist das kleine Ding. Nächste, die macht den Tank für uns. Ah, dann geht halt haufenweise Muni drauf. Was soll man schon machen? Du sagst. Bin ich stehen geblieben? Es hat sich um dich herumgeschlängelt. Dem Grünzeug langsam mal seine Grenzen aufzeigen. Wenn wir nicht in Bewegung bleiben, wächst uns noch eine Wurzel aus dem Arsch. Ah, so vulgär. Das Scheißvieh sucht Ärger. Ja, das tut es. Nicht voll langsam. Elektros. Das haut ab. Das will Nasty. Okay, okay. Ein Ding nur noch. Dann kann ich weiter zur Mission. Hab wohl den falschen Ort mir ausgesucht. Oder ich bring's einfach rüber. Den Unheld Fight brauche ich nicht. Hab schon genug Muni leer geschossen. Der Unheld ist nicht mal auf mich aufmerksam geworden. Was bist du? Das Viehzeug weiß sich besser gegen die Berserker zu wehren als manch einer, der eine Knarre hat. Vielleicht solltest du sie unter Vertrag nehmen. Kleiner Verlorener. Okay. Nur ein kleiner Gegner. Ist jetzt sich gerade bei mir beschwert. Ich hab's gehört. Sie will, dass ich mit Berserkern arbeite. Ich weiß nicht, Fox ist nicht gerade mein Typ. Was war das? Waffenbündel. Wo war ich? Ach ja. Sagt nichts. Oh je. Warum habe ich sie mitgenommen? Hier ist ein kleiner Viecher, da brauche ich keine gute Waffe. Da will jemand Ärger. Das wollen sie alle. So. Ich lasse dich nicht hin. Das wäre mal was ganz anderes. Normal redest du nur groß. Das ist die Ware. Die Händler sind natürlich tot. Nichts anderes kann man sich erwarten. So schlecht wie die Kleriker zurzeit aufgestellt sind. Außer es werden die Bäume geflüchtet. Nein. Challenge. Oh. Wache. Wir haben es doch überlebt. Seid ihr die Händler, die bitte mich reden muss? Überall diese verdammten Kreaturen. Ja. Ohne Waffe ist man hier völlig aufgeschmissen. Ich bin froh, dass du uns gefunden hast. Ihr seid nicht zufällig die Handelskolonne, die ich für Vivien finden soll? Kalan sei Dank. Vivien schickt dich. Ich habe schon befürchtet, man würde uns als gestorben abschreiben. Wir können wirklich deine Hilfe gebrauchen. Erzählt mir erst einmal, was passiert ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles hat damit angefangen, dass wir eine neue, kürzere Route ausprobieren wollten. Uns war bewusst, dass sie gefährlicher ist, trotzdem haben wir es versucht. Als wir auf halber Strecke vom Vor zurück Richtung Burg unterwegs waren, wurden wir überfallen. Also haben wir die Beine kreisen lassen und sind den Berg hinaufgerannt. Unterwegs habe ich und eine meiner Wachen unsere Waffe verloren. Ihr hättet eure Waffen wohl besser festgeschnallt. Was du nicht sagst. Hast du mal versucht, deine Waffe festzuschnallen, während Banditen Löcher hinter dir in den Boden schießen? Das war aber noch nicht alles. Wir konnten den Banditen entkommen und haben eine Hütte gesehen.
Also dachten wir, wir verstecken uns erstmal dort drinnen. Als wir uns langsam hier hocharbeiteten, kamen diese verdammten Hornwölfe und griffen uns an. Wir also erneut die Beine in die Hand genommen und hier hochgelaufen. Unterwegs hat anscheinend auch meine andere Wache ihre Waffe verloren. Und so hast du uns jetzt gefunden. Ohne Waffen und mit Biestern im Nacken. Wie du siehst, könnten wir deine Hilfe wirklich gebrauchen. Kommt mit. Ich bringe euch am besten direkt zurück in die Burg. Es ist nicht mehr weit. Nein, das geht nicht. Nicht ohne unsere Waffen. Scheiß auf eure Waffen. Hier draußen ist es gefährlich. Ich weiß ja nicht, wie gut du unsere Situation in der Burg kennst. Aber uns fehlt es dort an allem. Vorräte, Rüstungen und auch Waffen. Wenn wir ohne unsere Waffen zurückkommen, dann können wir uns auch gleich hier von den Hornwölfen fressen lassen. Du musst uns helfen, sie wiederzufinden. Bitte. Verstehe. Okay, wo soll ich suchen? Zwei Waffenbündel haben wir irgendwo auf dem Weg hier hoch verloren. Such einfach mal am Wegesrand. Das letzte Waffenbündel müsste irgendwo hier oben liegen. Aber wir können es ein... Wenn du sie hast, bring sie... Okay, warum nicht? Wirklich, das gefällt dir? Es fehlen also noch zwei weitere Waffenbündel. Oh Gott. Die Kleriker, was ist aus denen bloß geworden? So eine coole Fraktion. Jetzt die größten Gelehrten. Größten Lehrbuben. Äste. Vielleicht solltest du sie unter Vertrag nehmen, anstatt der Idioten, mit denen du dich sonst abgibst. Wer ist sie? Kaya? Oh Gott. Ich hoffe, das ist doch einfach zu finden. Bin so müde, ich bin wahrscheinlich schon dreimal vorbeigerannt. Eins habe ich ja schon. Du. Ja, komm. Das Scheißvieh sucht Ärger. Ja, schön anmalen. Gute Arbeit, Nasty. Also die Waffe ist mal fett weit geflogen. Oh. Wirklich. Oh Gott. Wo ist sein Waffenbündel? Ich renn schon noch herum und drück X. Oh. Ja, nervt. Ihr nervt grad, Kleriker. Wo ist das letzte Waffenbündel? Ich hoffe, ich brauche nur zwei Stück. Wenn ein Waffenbündel reichen wird. Oh Gott. Wird doch nicht irgendwo im Gras liegen, oder? Oh. Ja, da. Ah, das wird reichen. Ah, 1, 2, 3. Nee, nee. Oh Gott, damit. Liegen wir einfach irgendwo rum. Irgendwo liegen sie rum. Da, ich, jetzt habe ich's. Oh Gott. Oh Gott. Nice! Ich hasse Collectibles. Ich habe da ein Leiter mal damals Platin probiert, das erste Spiel. Es sind genau zwei Missionen geglitscht. Eine Collectible-Mission und die Mount Everest-Mission. Ah, oh, hier hast du. Ich habe eure Waffenbündel gefunden. Großartig! Endlich! Dann können wir uns auch wieder auf den Weg machen und unsere Handelsroute wieder aufnehmen. Ich habe leider nichts, was ich dir als Dank geben könnte. Ich bin im Auftrag von Vivien unterwegs. Sie wird mich bezahlen. Ach, stimmt. Das sagtest du ja bereits. Dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Ich bin nur froh, dass wir unsere Handelsroute endlich wieder aufnehmen können. Danke dir nochmal. Man sieht...
Ja, möge Kalam auch mit dir sein. Rennen wir dann einfach zu Fuß rauf. Schauen wir, ob wir noch Monster sehen. Schöner Sonnenaufgang. Eine rote Sonne. Steigt hoch. Ich weiß dir der Ringe-Reference nicht. Oh, viel Blut gefallen. Sowas in die Richtung. Ja, ich würde mich auf jeden Fall den Alps anschließen. Es wird ein Effizienz-Playthrough. Das heißt, rote Augen. Durch die Nacht wird durchgezockt. Größte Effizienz, wenn man rote Augen hat, man weiß es. Man muss mindestens halb müde sein. Das sind Händler. Das sind Raptor. Ha, vielleicht sollte ich mehr in der Luft kämpfen. Das hat gerade mega Schaden gemacht. Wen bekämpfen wir hier? Das ist ja gau. Was ganz Kleines. Ja, ja, natürlich. Oh, ich mein Kill. Die fette XP für das. Für den Kill. Klar. Händler wahrscheinlich. X-Loot. Kanonen-Money. Wird wahrscheinlich irgendwann gebraucht. Okay, Vivien. Zeitblume. Zurück zu Vivien und dann zurück zum Alpscout. Hab schon vergessen, wie er heißt. Ah. Kind. Was für ein Dreckslager hier. So cool gewesen, die Kleriker. Und jetzt hausen die in irgendeiner Burg. Zurückgelassenen. Ich habe euch antreten lassen, da ihr den Ernst der Lage nicht zu begreifen scheint. Da draußen herrscht Krieg und mit jedem Tag wird der Feind stärker. Was vor diesen Mauern lauert, schert sich einen Dreck um euch. Denkt daran, wenn ihr wieder dabei seid, hinzuschmeißen. Und jetzt Aufstellung einnehmen. Wenn man sich zu lange mit den Brüdern hier unterhält, wird dein Hirn Grütze. Ihr Schöpfer ist nur ein weiterer Strohhalm, an den sie sich klammern. Gibt es einen Grund, warum du mein Training unterbrichst? Los, ab in die Formation mit dir! Ich suche Arbeit. In der Ecke da hinten steht sicher irgendwo ein Besen rum. Daran habe ich eigentlich nicht gedacht. Was du nicht sagst. Hör zu, ich will dir nichts, aber ich versuche gerade Ordnung in diesen Haufen zu bringen. Es ist sowieso ein Wunder, dass ein paar von ihnen angetreten sind. Mittlerweile glänzt jeder Zweite mit Abwesenheit. Oh boy. Vielleicht motivierst du sie nicht richtig. Ich will sicherstellen, dass jeder, der diesen Hof verlässt, sein Handwerk versteht. Und ja, dabei geht es durchaus ruppig zu. Aber während ich den Leuten klar mache, worauf es wirklich ankommt, wird von anderer Seite das Blaue vom Himmel gepredigt. Kein Glaube oder Schöpfer wird dich retten, wenn du in einen Lauf oder in ein paar Zähne guckst. Hätte nie gedacht, dass ich mal einem Kleriker einen Funken Verstand zuspreche. Man lernt nie aus, dennoch würde ich es begrüßen, wenn ich nicht unterbrochen werden würde. Kommen wir wieder zu dir. Du hast sicher erkannt, womit ich mich hier herumschlage. Wenn du aber keiner dieser Waschlappen bist, komm morgen wieder vorbei. Vielleicht habe ich etwas für dich. Bevor wir mit dem Training anfangen. Nichts. Okay, let's talk the talk. Vivien. Wegen der Händlerkolonne. Ich habe ihnen helfen können. Sie sind wieder auf ihrer Route. Du hast es also geschafft. Danke dir vielmals. Dann bekomme ich hoffentlich bald wieder Lieferungen. Danke. Ich hatte dir eine Bezahlung versprochen. Hier hast du sie. So wenig? Ich hatte mit etwas mehr gerechnet. Jetzt mal nicht gierig werden. Aber gut, wenn du darauf bestehst. Also dann, wir sehen uns.
Und nicht vergessen, wenn du Vorräte hast, nehme ich sie dir auch weiterhin gerne ab. Das ist doch der letzte Dreck. Ja, ich weiß. Uah! Oh. Verdammt. Episode vorbei. Yeah.